Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist das neue Login-Theme für den Dark Star Thrash Skin, der jetzt auf dem PBE ist. Ich muss sagen, die Musik von dem Login-Theme gefällt mir extrem gut, obwohl ich die Musik meistens aushabe, aber die hört sich wirklich so schon fast wie so ein Horrorfilm an oder so Dramatik pur. Ist also ein super cooles Music-Theme, meiner Meinung nach. Ich packe euch mal die komplette Login-Theme in die Endcard rein. Das heißt, wer Bock hat, sich die anzuschauen, die kommt ganz am Ende und auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde neue Skins auf dem PBE. Denn es gibt zwei neue Skins und meine Erwartungen, muss ich sagen, sind enorm hoch bei diesen neuen Skins. Wir fangen zunächst mit Dark Star Thrash an. Dark Star Thrash kostet 1020 Punkte, ist also ein Legendary Skin. Sieht optisch schon ziemlich cool aus. Das Ganze nennt sich Dark Star, also dunkler Stern, Thrash oder irgendwie sowas. Thrash. Wir wollen uns natürlich das Ganze mal anschauen, was der Dude kann, und ich habe, wie ihr seht, selber noch nichts getestet, das heißt, es wird wieder ein First Time und wir schauen uns erstmal optisch diesen Dude an. Er hat auf jeden Fall hier so eine, ja, so ein, es sieht aus wie so eine Galaxie, die der da in der ist, es ist so eine Galaxie oder ein schwarzes Loch, aber da fliegt halt so eine Kugel drum, also es ist wahrscheinlich so ein schwarzes Loch oder so eine Galaxie oder sowas, auf jeden Fall saugt sie alles ein, sieht ziemlich cool aus. Hier drin ist auch so ein Strudel, also es ist Dark Star, ja, es ist so ein Aurelion, Sol, Stern, Zerstörer, Thrash, sowas. Die Kette ist auch so lila, sieht ziemlich, also optisch sieht der Skin sehr, sehr cool aus. Auf dem Kopf hat der noch irgendwie so ein Zeichen, sowas rote oder rotes, gelbes. Ja, ansonsten sieht der ganz cool aus, diese komischen Würmer da oben, also die Haare von ihm, die fliegen auch ganz cool mit, wenn man immer anhält. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, und wir gucken mal, was er so kann. Steuerung 1, oh, ein Frosch. Oh, okay. Saugt er einfach ein. Mal gucken, ob das... Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal was anderes kommt. Okay, ist immer ein Frosch, den saugt er einfach ein. So, Steuerung 2. Was war das? Ja, okay, das sieht... Okay. Ist das so ein Flummi-Ding? So ein Jojo-Ding? Keine Ahnung. So, Steuerung 3. Ja. Das ist der Tanz. Ja, sieht... Auf jeden Fall sind das alles andere Animationen. Dafür kostet er auch 1820. Und bei Steuerung 4. Oh, ein Thrash. Der war Tarik, meine ich. Tarik, lol. Oh, das ist immer ein anderer Champ. Oh, das ist crazy. Was macht er denn mit denen? Tut der sogar Skins? Tut der die da reinsaugen? Wie der Bart? Ich weiß nicht genau, was er damit macht. Oder sind das immer nur diese paar? Ne, es sind auch andere. Das ist auf jeden Fall verrückt. Ist auf jeden Fall verrückt. Ja, so, wir skillen mal alles durch hier, würde ich sagen. Fangen mal mit dem Grab an. Ziehen wir mal hier schön irgendeinen. Feuer. Ah, und dann werde ich direkt gestunt. Alles klar, okay, gut, Ash, danke, verpiss dich. Ash! So, jetzt das Ganze nochmal ohne Stun. Ash, danke hierfür auf jeden Fall. So, wir ziehen den Gegner. Ja, ja, ja. Sieht halt relativ normal aus, ne? Also, was heißt normal, aber ist jetzt halt nichts richtig Krasses. Wir werfen einmal die Laterne. Die Laterne werfen wir einmal. Okay, er wirft tatsächlich dieses schwarze Loch. Er hat gar keine Laterne, fällt mir gerade ein. Das ist die Laterne. Also, ist auf jeden Fall cool, dieses schwarze Loch. Es saugt halt alles ein. Es saugt diese ganzen Seelen und alles immer ein. Das ist schon cool gemacht, doch. Das Flay wird wahrscheinlich jetzt nicht krass aussehen, denke ich mal. Ja, sieht aber anders aus. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon anders aus. So, und die Ultimate. Ich würde sagen, wir kombinieren das Ganze mal. Und werden mal hier meine Thrash-Künste... Okay, wir können es auch einfach so machen. So, da sind diese Hände. Sieht auf jeden Fall schon ganz schön verrückt aus. Komm hier in die Wand! Ah! Ja, okay. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus, wenn diese Hände so aus dem Boden kommen. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt! Fuck your ass, boy. Fuck your ass, boy. Du dreckiger Üd! Hier, Le France! Geh da rein! Angriff, geh da rein! Ja, hier, nimm meinen Schaden. Nimm ihn jetzt. Nimm mein Damage! Mehr! Le France! Ja! Okay, Insek! Ah, oh, okay, wir gucken uns nochmal die Seelensammelmechanik an. Mal gucken, ob hier so eine Seele droppt. Gib mir eine Seele, die Seelendroppung. Gib mir eine Seele. 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 Seele! Der gibt, große geben, glaube ich, immer Seele. Seele jetzt. Okay, da ist so eine Seele. Das sieht aus wie so. Ja, so zwei, so Sterne, würde ich sagen. Und wir werden so ein bisschen lila. Wenn wir so eine Seele einsammeln, werden wir so ein bisschen lila. Okay. Ja, das war alles. So, wir gucken uns jetzt nochmal genau die Sterbeanimation an, denn die konnte ich gerade nicht so richtig mit nachvollziehen, beziehungsweise hab's nicht genau gesehen in dem Busch. So, zack.
weg. Stirbt wie so ein Protoss aus StarCraft irgendwie. Die verschwinden ja auch einfach und dann puff, weg. Oder dann zack, weg einfach. Die dematerialisieren. Er wurde halt in sein eigenes Loch gezogen. Dann kommen wir zur Backport-Animation. Ich habe ziemlich, ziemlich große Erwartungen. Ich habe ein bisschen zu hohe Erwartungen wahrscheinlich. Aber wir schauen und go. Okay, da ist ein Loch auf dem Boden. Das wird größer. Und es ist ein Strudel und er geht da rein. Okay, also es ist jetzt nicht all bad und die Erwartungen waren vielleicht zu groß ein bisschen. Okay, also ich war ein bisschen verwöhnt bei dem Galaxy, Super Galaxy Fist. Die war schon ziemlich cool, die Animation. Und bei ihm ist es halt, er macht so einen Strudel auf und dann strudelt er sich weg. Also, ja. Aber es ist eine Kugel, die auf den Boden fällt, ne? So. Ja. Ja, Darkstar Thrash, ob ich ihn mir 1020 kaufen würde, weiß ich nicht. Als Super Thrashman würde ich ihn mir bestimmt... Also ich denke schon, dass ich ihn mir kaufen würde als Ultra Thrashman. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, vor allem dieses schwarze Loch gefällt mir. Also endlich mal wieder ein Skin, der mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Also wie gesagt, diese schwarze Loch-Mechanik gefällt mir einfach ultra geil. Das Ding bei Thrash ist, dass Thrash ziemlich coole Skins hat. Beziehungsweise ich finde, der normale Skin sieht tatsächlich relativ gut aus für einen normalen Skin. Und der Blood Moon Skin, den finde ich auf Thrash ultra geil, Leute. Okay, die anderen beiden Skins sind so, geht so. Aber der Blood Moon Thrash, der ist richtig, richtig geil auf Thrash. Also deswegen, ja, das war's für Thrash. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung da lassen. Ich finde den Skin doch ziemlich cool eigentlich. Haut rein, macht weiter.